Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Thanos Bundle von Farid Bang. Alle weiteren Informationen zu dieser Single, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur Single und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Thanos von Farid Bang, das Ganze am 21. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist die zweite Single-Auskopplung zu seinem kommenden Album Asozialer Marokkaner, welches am 23. Juli erscheint. Das Bundle besteht hier aus drei Teilen, und zwar einmal dem Track bzw. der Single an sich, Thanos. Dann haben wir eine kleine Schatulle mit einem Ring mit dabei. Und Nummer 3 ist dann hier das Poster. Jawohl, diese drei Artikel sind es. Wir starten natürlich mit dem Hauptbestandteil, mit der Single. 21.05. ist schon etwas her, allerdings gab es dann irgendwie... ja, Lieferschwierigkeiten, beziehungsweise war, glaube ich, irgendwie was mit dem Ring nicht ganz in Ordnung. Da habe ich dann irgendwie eine E-Mail bekommen zwischenzeitlich, von wegen, dass da die Bestellungen etwas später ausgeliefert werden und dass der Ring irgendwie nochmal überarbeitet oder poliert werden musste. Keine Ahnung. Dementsprechend jetzt etwas spät die Zustellung und natürlich demzufolge auch dann das Unboxing. Aber ja, besser spät als nie. So sieht das aus. Das ist die Single, kommt hier in einem Slim Case. Wir haben hier oben den Schriftzug Banger Musik präsentiert, dann darunter den Namen der Single Thanos. Farid Bang hier auf seinem Thron. Unten rechts gibt er nochmal den Schriftzug. Und wir sehen hier schon im Cover den Ring, den er hier zur Schau stellt. Das ist der Thanos-Ring, der uns auch hier erwartet. Auf der Seite in Schwarz und auf der Rückseite, wie es bei solchen Slim Cases üblich ist, haben wir hier keine Backcover oder keine Rückseite in dem Sinn, sondern hier wirklich transparent. Bedeutet, wir sehen hier die CD durch und hier dann auf der Seite haben wir die Infos, die Labels zum Release. Und dann schauen wir mal rein. Hier gibt es einmal die Tracklist, zwei Tracks an der Zahl, also natürlich der Track an sich, plus dann einmal die Instrumentalvariante. Das Ganze produziert von diesen beiden Herrschaften, die wir hier angeführt sehen. Dann hier nochmal die Credits und dann die CD. Hier haben wir das bekannte Farid Bang Logo hier im Hintergrund in lila und schwarz. Dann der Schriftzug und ansonsten klassische CD. So, so viel zu dieser Single, also zwei Tracks hier in diesem Slim Case. Als nächsten Inhalt haben wir dann hier noch ein Poster. Einseitig bedruckt, wie wir sehen. Und zwar ist das hier dieses, also auch hier wieder Farid zu sehen auf seinem Thron mit einem neuen Schnurrbart, den er sich hier stehen lassen hat, Halsketten und dann hier der Ring. Also er trägt in diesem Fall jetzt hier nicht am Finger oder an der Hand, sondern er schwebt hier in seiner Hand. Er sieht aber etwas anders aus, also er hat ihn wirklich in so einer, ja, sagen wir mal, iced out Bling Bling Optik. Unsere ist dann mehr die goldene Variante, also den wir hier sehen, das ist jetzt nicht unserer. Aber ja, das Poster im Hochformat, einseitig bedruckt, Größe A2. Und dann kommen wir auch schon zum dritten und letzten Bundle-Inhalt. So, der kommt hier in einer schwarzen Schatulle. Komplett hier in so einer schwarzen Stoffoptik. Können wir dann aufklappen. Und das ist dann der Ring an sich. Ja, auch hier wieder der Thanos-Schriftzug ist ja ein, ja, Bösewicht, ein Kämpfer der bösen Seite quasi aus dem Marvel-Universum, der unter anderem hier bei den Avengers in Erscheinung tritt. So, was lesen wir hier? Wir lesen hier einmal Infinity, Ring, dann in der Mitte Thanos, sowohl hier das Infinity, als auch hier unten der Ring, als auch hier dieser Thanos-Schriftzug sind alle hier so geprägt und stehen hier wirklich hervor. Also man kann es hier speziell bei dem Thanos-Schriftzug genau sehen. Der ist hier wirklich so erhaben und obendrauf. Dann haben wir auf der Seite die Steine. Also hier orange, rot und grün. Auf der Rückseite dann gelb, blau und, ja, schwer zu sagen, was das für eine Farbe ist. So ein, ich würde mal sagen, so ein grau bzw. lila, so ein lila Ton. Dann hier alles rundum in Gold und auf der Innenseite dann hier auch nochmal solche
Löcher bzw. Auslassungen. Aber er wiegt auf jeden Fall einiges und ist auch sehr großzügig von der Breite, von der Dicke. Also ich habe echt schon relativ dicke oder starke Finger, aber selbst bei mir ist er schon noch etwas locker, zumindest am Ringfinger. Über den Daumen kriege ich den jetzt nicht, aber hier, wo er jetzt eigentlich so hingehört, nehmen wir jetzt mal den Ringfinger, da ist auf jeden Fall noch gut Spiel und er kann ein bisschen wackeln. So, also wir haben hier dieses Bling Bling, jetzt nicht so wie bei Farid, aber unser ist eben komplett in Gold und angeblich laut Produktbeschreibung fünffach vergoldet. Und hier eben dann noch in diesem kleinen Behältnis hier in dieser Schatulle. Oh, jetzt habe ich ihn noch falsch gemacht. Genau, so gehört das. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal die eben gezeigte Schatulle inklusive des Infinity Rings fünffach vergoldet. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt, Größe A2 im Hochformat. Und natürlich die Single Thanos im Slim Case inklusive Instrumental. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle Thanos von Farid Bang. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser Single bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Farid Bang unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.